Die Kochbuddies. So, heute habe ich eine ganz besondere Kleinigkeit für euch. Und zwar machen wir heute einen richtig schönen Schokopudding. Pudding, Englisch für Kuchen, Küchlein, bla bla bla. Wir machen einen schönen Schokokuchen in einer Tasse mit flüssigen Kernen, mit Schokokernen. Wisst ihr? Dann macht ihr das so auf den Schokokuchen und dann fließt da so die Schokolade raus. Und das dauert direkt nur 12 Minuten im Ofen. So, womit fangen wir an? Wir nehmen etwas Butter und werden die Tassen erstmal mit Butter etwas ausfetten. Ja, dass das so aussieht. Schön kräftig ausfetten. Ne, wie man das aus der Backform kennt. Ja, so, dann kommt hier der Zucker rein. Und dann ist der Zucker sozusagen, dass der Teig an der Tasse nicht kleben bleibt. So, den Rest schüttet ihr zurück. So soll dann die Tasse aussehen. Und da kommt dann die Schokomasse rein. Zeige ich euch gleich. Aber das ist der erste Schritt. Zweite Tasse schnell eingeschnorpselt hier mit Butter. Schön einfetten mit den Fingern. So. Schön kräftig. Dann kommt wieder der Zucker da rein. Schön. So, dann. Das wäre es schon mal zu den Tassen. Und jetzt kommen wir zu der Schokomasse. Dafür nehmen wir etwas von der Schokolade ab. So, und die beiden Stücken wird der flüssige Kern, die heben wir auf. Und das wird jetzt mit Butter. Das Coole ist, bei dem Rezept braucht man keine Waage, das macht man einfach nach Gefühl. Ich mache jetzt hier ungefähr 70 Gramm Butter ran. Das ist so ein Stückchen hier, das lassen wir jetzt zerschmelzen. Ja. Mein netter Kameramann hat mich darauf hingewiesen, dass ich die nicht genannt habe. Also kommen wir nochmal zurück. Also wir hätten hier ein Ei. Ja, dann haben wir hier, ihr könnt auch Mehl nehmen. Ich nehme jetzt hier aber Mandelmehl. Finde ich besser, weil Mehl schmeckt noch nicht. Mandeln schmecken noch was. Dann habe ich hier, das ist, fällt mir nicht ein, Zartbitterschokolade. Kuvertüre, Zartbitter, da war's. Ja, und Butter. Butter ist schon in der Pfanne. Mehr ist es nicht. Und gehen wir mal rüber, hier die Butter ist schon am Schmelzen und jetzt können wir schon in die Butter, können wir jetzt schon die Kuvertüre, die Zartbitterkuvertüre, die mir gerade nicht einfiel, hineintun. So, das lassen wir jetzt schmelzen, schön auf kleiner Flamme, ja, das muss jetzt, seht ihr, das löst sich schon auf, können wir mal richtig runterdrehen, weil das darf nicht verbrennen. So, das muss jetzt hier schön schmelzen, kommt noch ein bisschen Schokolade dazu. So, ihr seht, das ist hier alles auf kleiner Flamme, hier kocht nichts, das ist einfach nur flüssig und da haut ihr jetzt ein Ei ran, ein ganzes und ein Eigelb. So, zack und das verrührt ihr jetzt, das ist jetzt das Rezept für zwei Personen, das verrührt ihr jetzt schön, der Herd kann aus und jetzt kommen 2 Esslöffel von dem Mandelmehl mit ran. So, ich mache das hier mal auf. Hier habe ich ein absolut geiles Werkzeug, nennt man Schere. Kann ich nur empfehlen. So, dann haben wir hier einen Esslöffel und pro Person machen wir jetzt einen gehäuften Löffel Mandelmehl ran. Ihr könnt auch Haselnuss nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt Mehl nehmen. So, das wird jetzt hier umgerührt. Und das ist eure Masse. Das ist eure Schokokuchenmasse. Und die, man kann noch ein bisschen Mehl ran. So, ein kleines bisschen noch. So. Und das füllen wir jetzt. Wo ist der Löffel? Hier. Und das kommt jetzt hier in die Tasse rein. Ja, so, zack. Bis zur Hälfte. Wird gleichmäßig aufgeteilt, dass keiner zu kurz kommt. So, lecker, die Schokomasse hier in die Tasse hinein. So, hier noch ein bisschen. Da muss man auch gar nicht backen können, das kriegt jeder hin. So. Schwupp.
nun nehmen wir die übrig gelassenen Schokostücken und stopfen die einfach hier so rein. Das wird unser flüssiger Kern. Und das kommt jetzt bei 150 Grad. Und das kommt jetzt bei 150 Grad für eine Viertelstunde in den Ofen. Klappe zu. Schokokuchen go. Fertig. So, können wir rausnehmen hier. Seht ihr, so sieht das aus jetzt. Fertig gebacken. Und das stürzen wir jetzt. Ihr könnt auch einfach nur die Tasse in die Wand schmeißen. Aber auf Dauer ist das zu teuer. Deswegen, guck mal, hier seht ihr, der Zucker verhindert, dass der Kuchen an der Wand anklebt. Und jetzt können wir, oh, lecker, 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 stürzen. Da ist er, der Kuchen. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Schmackazie vorbereitet. Und zwar, so. Hier habe ich noch eine kleine Waldbeersoße gezaubert. So. So. Und dann machen wir ganz geschmacklos einfach diesen hier. Und jetzt lassen wir uns das mal schmecken. Ich zeige euch mal, ja, wenn man das jetzt hier aufreißt. Da ist der flüssige Kern, die flüssige Schokolade. Und das lassen wir uns jetzt mit einer Tasse Kaffee schmecken. Und ich kann nur sagen, wenn ihr dieses Rezept nachmacht, so popeleinfach, habt ihr gesehen, ihr werdet einfach 5 Kilo schwerer innerhalb von 2 Wochen, weil ihr jeden Tag diesen Schokokuchen essen werdet. Also, liken nicht vergessen, abonnieren, Glocke an und bitte schaut alle unsere Videos, damit wir noch mehr Videos machen können und wir auch weitermachen. Ansonsten hat es ja keinen Sinn, wenn es keiner guckt. Also, wir machen weiter. Es kommen noch mehr geile Rezepte. Also, jetzt ausmachen.